du siehst aber heute gar nicht gut aus. Was ist denn los mit dir? Oh, Pavlina, ich bin müde. Oh je, du bist ganz müde, viel zu tun, stimmt's? Ah, hallo Kinder, guten Tag. Ich spreche gerade mit dem Hasen und dem geht es gar nicht gut. Der hat viel zu tun. Naja, wir haben Ostern. Hallo Kicken, wollen wir vielleicht dem Hasen helfen? Ja, wir wollen helfen. Hallo Kinder. So, Kickelein, was hast du denn Schönes vorbereitet für uns das Basteln? Wir wollen basteln. Aha, basteln wollen wir. Und was basteln wir Schönes? Guck mal, wir basteln so ein Körbchen. Oh, das ist aber ein schönes Körbchen. Was sagt ihr, Kinder? Ist es schön? Ja, es ist sehr schön. Hast du das selber gebastelt? Ja, ich habe es selber gebastelt. Aha. Und jetzt sagst du uns, was wir brauchen. Also, wir brauchen einmal ein Kaffeefilter. Hat wahrscheinlich jeder zu Hause, stimmt's? Eine Schablone und eine zweite, also eins, Moment, und zwei Hasenschablonen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die Schere, jawohl, sehr gut. Wir brauchen den Kleber, ja. Und wir brauchen noch zwei Stück Streifen, Papierstreifen, okay? Ja, sehr gut. Also Hase, guck mal und ihr könnt mit basteln. So, als erstes nehmen wir den Kaffeefilter. Guck mal, der hat innen drin zwei Seiten. Und auf die erste Seite kleben wir den ersten Hasen und natürlich mit dem Kleber. Wir machen den Kleber auf und beschmieren den ganzen Hasen mit dem Kleber. Ganz gründlich mit dem Kleber arbeiten und schön in die Mitte so und befestigen. Ja, ganz fest, guck mal. Und auf der einen Seite, gefällt dir das? Ja, da freut mich sehr. Da haben wir den ersten Hasen. Und jetzt drehen wir um. Und auf diese Seite, da kommt der zweite Hase. Den beschmieren wir ebenso mit dem Kleber. So. Und kleben den Hasen schön auf unseren Kaffeefilter auf die Seite. Also eins und zwei. Jetzt arbeiten wir mit dem Papierstreifen. Einen beschmieren wir wieder mit dem Kleber. Und den zweiten kleben wir drauf. Ganz vorsichtig, schön drauflegen und glatt streichen. Jawohl. Ja, Bamina hat es ein bisschen ungerade hier. So. Und schön glatt streichen, glatt, glatt, glatt. Und fertig ist unser Henkelchen. Ja, ich warte ein wenig, bis ihr fertig seid. Und jetzt schauen wir uns unser Körbchen an. Hier ist innen und hier ist außen. Und innen kleben wir unseren Papierstreifen. Und da machen wir auf der Seite ein wenig Kleber und kleben hinein und halten ein wenig. Halten, halten, halten. Und jetzt nehmen wir das zweite Ende von unserem Streifen und beschmieren mit dem Kleber und biegen, biegen, biegen und wieder innen drin verkleben.
So, und jetzt schön halten, halten, halten. Und fertig ist unser Kärbchen. Aber so wie unser Häschen ein Schwänzchen hat, so braucht auch das Häschen hier und das Häschen da ein Schwänzchen. Wir nehmen wieder den Kleber und beschmieren und kleben dem Häschen ein schönes Schwänzchen. Auf diese Seite, jetzt wenden wir, nehmen das Schwänzchen, Kleber drauf und draufkleben und fertig ist unser Hasenkörbchen. Und was gehört in so ein Hasenkörbchen hinein? Vielleicht Schokolade, vielleicht Bonbons oder vielleicht ein Osterei. Schwuppdiwupp. Und hier ist dein schönes Körbchen, liebes Häschen. Danke, Paulina. Bitte, Häschen. Sehr gern geschehen. Und das Kükelein, guck mal. Das Kükelein hat auch schon ein Körbchen hier. Danke, Paulina. Bitte schön. Gern geschehen. Und so sieht unseres schönes Körbchen aus. Ich hoffe, es ist genauso schön oder sogar noch schöner als meins. Hüpf, 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 hüpf. Hä, Küken, was machst du denn? Du hüpfst hier rum? Ja, ich bin der Hase. Hüpf, hüpf, hüpf. Ach so, naja, der Hase, der Hase. Ich möchte einen Hasen. Ach, du möchtest ein Hase sein? Mhm. Naja, Hase, wie kann ich dich verzaubern, dass du ein Hase bist? Ah, hallo Kinder. Wollen wir vielleicht für das Küken ein schönes Häschen basteln, damit er einen Hasen hat? Möchtest du? Ja? Na wunderbar, dann machen wir für das Küken einen Hasen. Und was werden wir an Material brauchen für unseren Hasen? Wir brauchen ein grünes oder ein gelbes Papier. Wir brauchen 2 Wattepads. Schön flauschige Watte. Ja. Dann brauchen wir die Ohren. Eins ist gerade und eins ist krumm. Und dann brauchen wir die Füßchen. Und die habe ich auch vorgeschnitten. Außerdem brauchen wir die Augen. Und die Augen können wir als Wackelaugen machen. So. Oder wir zeichnen sie einfach mit einem schwarzen Stift. Und außerdem machen wir eine Nase. Und die machen wir mit einem roten Filzstift. Auf die Plätze, fertig, los, wir machen einen Hasen. Wir nehmen den Kleber, den brauchen wir auch. Wir machen den Kleber auf. Und der Hase, der hoppelt hin und hoppelt da. Und wir machen 2 schöne Klebekugeln. Eine Kugel. Und noch eine drüber. Und jetzt nehmen wir ein Wattepad und tun wir schön auf das Geklebte befestigen. Noch ein Stück Watte und rauf. So, der Hase ist noch nicht fertig. Nein, nein, nein. Jetzt bekommt der Hase die Ohren. Und die habe ich hier. 1 und 2, beides beschmiere ich schön mit dem Kleber und klebe hier drauf. Und das zweite Ohrchen klebe
gebe ich dann da drauf. Ich habe noch ein Füßchen vergessen. So. Und hier kommt das zweite Ohr. Jawohl. Und so sieht der Hase, wenn er mit den Ohren schneidet. Jetzt muss der Hase noch hüpfen können und bekommt die Füßchen. Und die Füßchen beschmieren wir mit dem Kleber. Ein Fuß, ein Hasenfuß und das zweite dazu. Und fertig ist der Hoppelhase. Ja, aber der Hase bekommt noch die Augen, die Nase und den Mund. Für die Augen nehmen wir einen schwarzen Stift, für die Nase einen roten Stift und für den Mund schwarz und rot. Also wir fangen mit den Augen an. Entweder nehmt ihr die Wackelaugen oder einen Stift. Ich habe die Wackelaugen da, die drehe ich um und klebe sie vorsichtig auf das obere von den Bets. Eins und zwei Äuglein, jawohl. So, fertig sind die Augen. Und jetzt machen wir die Nase. Dazu brauchen wir Rot. Und hier in die Mitte machen wir die Stupsnase. Stups, 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 stups. Stups, der kleine Osterhase. Und dann bekommt er noch die Schnauzhaare. Da machen wir eins und zwei und drei. Und hier genauso. Eins, zwei und drei. Und jetzt machen wir den Mund. Und das mache ich so einmal. Und so zweimal. Jawohl. Und hier noch ein wenig Rot. Und fertig. Du siehst aber toll aus, mein Häschen. Küken, was sagst du? Dein Hase ist fertig. Oh, schön. Ein schöner Hase. Oh, wir sind ein schönes Paar, stimmt's? Ja, ihr seid ein tolles Paar. Und die Pavlina und das Küken wünschen euch frohe Ostern. Tschüss, lasst es euch gut gehen und viele Eier, viel Schokolade und viel Bonbons.